Da ist er wieder mal mit einem kleineren Paketchen. Und man sieht hier ganz schön auch 1,95 der Versand nur als Bülver. Und ja, ich wollte das jetzt mal auch, wie gesagt, wieder mit der besseren Kamera aufnehmen, damit man das gleich ein bisschen besser sieht. Wir schneiden das jetzt hier einfach auf. Jawohl, da kann man eigentlich schon reingucken. Und ich sehe aber gerade, das Akku spielt schon wieder verrückt. Ich glaube, ich spinne. Und wir haben hier, das ist natürlich so mal. Oh, ah, doch nur eine Figur. Da ist nichts mehr drin, du. Ich dachte, das sind zwei Figuren, dann hätte sich das gelohnt mit diesen eins, mit dem, was ich gerade gezeigt habe. Und wir haben hier wieder mal ein Undertaker mit einem komischen, ja, weiß nicht, was das hier soll. Von 2010 ist das. Okay, da steht er dann wahrscheinlich so drauf. Mansaren. So, und jetzt wisst ihr ganz genau, warum ich immer gerne, ja, es eben live filme, weil diese ständige Batterie wechseln, die Karte voll, das ist einfach nervend und vor allen Dingen stört es bei der Aufnahme. So, bei dieser Figur hier, ich muss mal ganz kurz die Kamera hinstellen, ihn mal richtig machen, handelt es sich auf jeden Fall um eine wieder mal Elite-Figur. Man sieht es hier ins Jut, er schläft gerade. Nee, wie gesagt, hier dieser. Ja, mit einer Hand ist jetzt echt ein bisschen doof. Hier. Wie gesagt, Körper lässt sich da bewegen. Die Beine lassen sich hier so auseinander spreizen, sag ich mal. Haben wir jetzt ja schon gelernt alles. Schmeiß doch weg. Und hier muss ich so feststellen, weil ich habe ja eine Menge Undertakers und alles, auch eine Menge Erfahrung mittlerweile gesammelt, dass dieser Kopf eventuell von einer Jax-Figur sein könnte, den einer einfach mal auf so einen anderen Körper raufgesetzt hat, so wie ich das ja auch so gerne mache. Und zwar ist das so, Moment, ich muss kurz wieder... Hätte ich mal gleich dran gedacht, Mann. Hab ich hier nämlich diese Figur. Und es könnte wirklich derselbe Kopf sein. Kickt mal. Das ist eine Jax-Figur praktisch. Ja, hier, Jax Pacific. Ist auch sehr selten. Und dieser Kopf, beziehungsweise auch das Bandana, das, was er um den Kopf drum hat, sieht sich doch sehr ähnlich, beziehungsweise gleich. Und deswegen vermute ich fast, gucken, ob das hinten auch gleich ist, vermute ich, dass das hier jemand custom-mäßig aufgemacht hat, so wie ich das halt auch immer gerne mache. Ich muss aber dazu sagen, wenn man sieht, das ist viel bräuner, da sieht man es sehr gut, also hellbraun oder haselnussbraun, und das ist eher so ein, ja, Schokobraun, also minimaler Unterschied. Ja, und wie gesagt, ich habe die Figur noch nicht so gesehen, also eine Mattel-Figur mit diesem Kopf. Deswegen denke ich, hat das dieserjenige daran gebastelt. Was aber völlig in Ordnung ist, weil, wie gesagt, wenn man hier nicht zu viel Geld ausgibt, und ich habe ihn günstig bekommen, muss ich sagen, sehr geil. Hier funktioniert halt auch alles. Sollte ich mal vielleicht ein bisschen säubern, den Kollegen. Das ist natürlich hier blöd mit der Kamera. Weiß nicht, ob... Naja, ich habe jetzt hier auch kein Stativ genommen. Ihr seht das hier, was ich meine mit den Beinen. Er kann halt wirklich einen auf diesen machen hier. The Undertaker. Yeah, the Undertaker. So, wie gesagt, ich stelle ihn jetzt aber erstmal hier in seinen... in dieses Teil. Ja, sehr nice. Sehr schön. Coole Figur. Cooler Head Sculpt, wie man so schön sagt.
aber ist eben wahrscheinlich nicht original. Ich wollte ja mal kurz mal kicken. Lässt sich aber ein bisschen bewegen. Also hat er gut gemacht, derjenige. Ja, und jetzt habe ich praktisch hier einen Undertaker als Custom-Figur, die mir sehr gut gefällt. Weil diesen Kopf bekommt man nicht oft. Das ist eher selten. Also, dass ich die Figur hier schon bekommen habe, ist auch, ja, war ein kleiner Glücksgriff. Habe ich ja damals auch schon vorgestellt auf meinem anderen Kanal. Da sieht man, an der Seite hat einer so ein bisschen rumgemalert. Da war noch mehr bemalt. An der Seite hier, also der hat den voll die Tattoos daran gemalt. Und hier vorne war auch irgendein weißes Zeichen drauf. Die ist aber so nicht im Original gewesen. Deswegen, das Zeichen habe ich abgemacht. Und, ach genau, er hatte die Augen weiß. Also die hat auch einer weiß lackiert oder was. Das habe ich auch wieder rückgängig gemacht. Ja. Gut, das dazu. Das zu den zwei Undertakers hier. Und ja, das war eben das kleine Unboxing von meinem neuen Undertaker. Cool. Ja, yeah, Undertaker. Yeah, the Dead Man. Cooles Teil auf jeden Fall. Sehr nice. Sehr, sehr, very, very nicely. Sehr nice. Warte mal, kurz mal hier ihn nochmal mit Licht zeigen. Yeah. Undertaker. Cool. Bis später. Ciao.